Es ist wieder soweit, Freunde. Heute gehen wir das letzte Mal vor dem offiziellen TOTS in die 127 Rated Foot Draft Challenge. Wir bauen wieder richtig viele Drafts und nur die Besten schaffen es ins Video. Ich will der Erste sein, der ein 127er baut und das ist mein Ziel. Deswegen lasst gerne ein Like da, Freunde. 5555 Likes will ich hier von euch sehen. Pusht euch. Und wenn ihr Bock habt, lasst doch gerne ein Abo da, denn 60% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Abonniert doch auf korrekt. Einfach auf korrekt abonnieren. Vielen Dank. Viel Spaß mit dem Video. Let's go. Wir gehen rein ins Draft und wir haben die 3-4-1-2. Oh, super Formation. Super Formation. Und was sind das für Captains, wollte ich gerade sagen. Kommt da auf einmal noch 95er Pelé und der geht auf die 10er Position. Perfekt, da geht's doch gar nicht. Alexia Putellas Totti wäre halt krass gewesen. Aber gut. Pelé 95, sagt man nicht nein zu, ne? Neymar 93, auch okay. Und jetzt noch irgendwie so ein 93er Plus hier auf der anderen Seite im Sturm. 83, ja, auf 10 minus gemacht. Minus 10 ist EA da gegangen. So, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Abili, so nämlich. Sieht gut aus, Freunde, die Innenverteidiger. Ihr wisst selbst, Innenverteidigung kommt immer gefährlich und kommt in dem Fall auch wieder gefährlich. Gehen wir mit Bremer, weil der ist Brasilianer und damit auch direkt full. Oh, Puyol, immerhin. Und jetzt noch ein Totti. Bitte ein Totti, bitte ein Totti, bitte ein Totti, bitte ein Totti. Maldini. Maldini 92. Torhüter? Torhüter ist nicht gut. RM? Come on. Come on. Beckham und LM ist meistens richtig low, aber da kriegen wir meistens einen auf der Bank. Und wir haben trotzdem 92er Ginulski. Bro, actually nicht schlecht, sage ich offen und ehrlich. Und jetzt kommt Putellas Totti. Eben nicht die 91er Karte mitgenommen und jetzt kommt sie als Totti. Und De Bruyne fliegt raus. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ein W. Das Geile ist, Ginola kann auch Stürmer spielen. Das heißt, wenn wir ein LM bekommen sollten, dann kann Ginola in Sturm. Wir kriegen ein RM. Wir kriegen ein RM, ein RM, ein RM. Das ist ein LM, aber nee, nee, nee. Wir nehmen den RM mit. Haben wir nochmal plus 1. Und die Chemie bleibt auch gleich. So, wir brauchen jetzt aber noch einen weiteren. Okay, jetzt haben wir den richtigen RM. Jetzt haben wir den nächsten Totti am Start. Ey, diese Formation, ne, ist wirklich unglaublich. Diese Formation ist wirklich unglaublich. Ich sag's immer wieder, die Dreierketten, die sind's einfach. Die sind's einfach. Jetzt haben wir hier noch Patri am Start. Auch nochmal eine 92er Karte fürs Rating für die Bank. Wir haben Pires am Start. Okay, dann machen wir es jetzt so. Pires erstmal in Sturm und danach mit Ginola tauschen, haben wir plus 3 und haben eine 93er Bewertung und eine 32er Chemie. Nur Frimpong ist nicht auf Chemie, aber ein Holländer, entweder Manager oder so, dann ist der direkt auf Full Chemie. Mir fällt aber auch noch ein anderer Holländer ein und der ist ein Innenverteidiger. Ihr wisst alle, wen ich meine, ne? Wenn wir den noch bekommen sollten, plus einen guten Torwart, dann haben wir hier einen Weltrekord. Nächster Totti. Ich glaub's nicht. Jetzt auch noch Pop und die kann auch LM. Bro, dann tun wir Pop ins LM, ne? So und so. Und dann haben wir. Und dann haben wir eine sehr, 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 sehr stronge 93er Bewertung. Hä? Wir haben einfach drei Tottis. Pop, Putellas und Frimpong. Und haben noch so viele 92er Karten auf der Bank. Bitte jetzt noch ein geiler Innenverteidiger oder ein Torwart gleich. Das wäre auf jeden Fall zu wild. So und so. Okay, zwei Spieler können wir noch auf die Bank sortieren. Wir brauchen jetzt aber auch noch zwei gute auf der Bank hier. Das wäre super. Wir kriegen Rodri. Wäre der als Totti noch gekommen, ne? Wow, 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 wow. Okay. Wir brauchen einen Innenverteidiger. Wir brauchen einen Innenverteidiger. Wir brauchen einen Innenverteidiger. Dann wenigstens einen Torwart. Dann wenigstens einen Torwart. Dann doch wenigstens einen Torwart, Bro. Wir waren so lange auf einer 93er Bewertung. Am Ende des Tages sind wir auf 92 gedroppt. Ich kann das doch alles nicht mehr. Ich kann das doch alles nicht mehr. Was soll ich euch erzählen, Freunde? Was soll ich euch erzählen? Jetzt muss ich Pop sogar auf die Bank stellen, damit wir hier mit dem Manager noch auf Full Chemie kommen. Oder ich mache es so, Pop wieder rein und dann tue ich Beckham auf die RM-Position. Ich glaube, das ist schlauer. Und Frimpong dann hier auf die Bank. Ja, das ist sehr crazy. Das ist sehr crazy. Wir brauchen jetzt einen deutschen oder einen holländischen Manager. Dann kriegen wir auch noch Full Chemie. Beides nicht am Start. Okay, interessant.
Interessant, kein Deutscher und kein Holländer. Was mache ich denn jetzt? Prempong Bundesliga. Bundesliga-Manager auch nicht dabei. Okay, ich weiß aber trotzdem, wie wir auf Full Chemie kommen. Wir nehmen Premier League-Manager mit, gucken uns den Lachs an. Die Übersicht sieht bestimmt krass aus. 3 Totties werden angezeigt. 124 mit Full Chemie 125. Und so kommen wir auf Full Chemie, indem wir einfach so machen und so machen. Und am Ende ist es trotzdem 92er Rating. Also, ja, was soll ich euch erzählen? 3 Totties in einem Draft. Plus Pelé, plus Abili, plus Maldini. Gutes Starter-Draft. Sagen wir dazu, gute Starter-Draft. So, in letzter Zeit haben wir gemerkt, die Dreierketten sind's einfach. Und da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Die alte, bekannte 3-4-1-2. Die Dreierketten sind's einfach, Freunde. Deswegen freue ich mich immer, sie zu bekommen. Und diesmal starten wir mit einem Ronaldinho rein. Und das ist Schmackofatz. Ich weiß, er hat auch eine 94er-Karte und auch eine 95er-Karte, glaube ich, die dann auf die 10 gehen würde. Aber die 93er auf LM ist schon super. Vor allem, wenn man dann nach Gerd Müller bekommt mit einem 94er-Rating. 93, 94, dann jetzt 95. Alle guten Dinge sind 3, Digga. Geh noch ein hoch. Schade, 91. Midema, wieso habe ich Midema mitgenommen? Ah, vielleicht war es sogar schlau. Holländer, hier irgendwie Frimpong bekommen, dann sind die beiden auf Full Chemie mit ein paar mehr Icons. Ja, Bergkamp auch mit einem 93er-Rating. Bro, ich sag wirklich, bis jetzt nicht schlecht. Lothar Matthäus, Doppel-W, weil der Innenverteidiger zocken kann. Und wenn wir ein ZM auf der Bank bekommen, können wir Lothar Matthäus einfach nach hinten schieben. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, weil ich es vorausgesagt habe, Freunde. Man kriegt meistens 2 gute Innenverteidiger und einen schlechten. Und dann kriegt man auch oft keinen Innenverteidiger mehr auf der Bank. Und genau das ist jetzt der Fall. Dafür hätten wir in dem Fall dann Lothar Matthäus. Mal schauen, ob der dritte Innenverteidiger auch gut wird. Oh, in dem Fall haben wir sogar 2 schlechte Innenverteidiger bekommen. Das ist nicht gut. Dann jetzt dafür bitte einen guten Torhüter, eine Icon oder so. 90er Donnarumma, danke, dass wenigstens du um die Ecke kamst. Danke, danke, danke. 2 Spieler noch in der Startelf. Schweini. Boah, Putella, 96er Totti. Bro, das Geile ist, das Tot steht vor der Tür, Freunde. Und wenn die Tots-Karten da sind, dann ist wieder viel mehr möglich im Draft, weil die ganzen Tots-Karten so ein krasses Rating bekommen werden. Und dann, spätestens dann, werde ich wieder den ein oder anderen Weltrekord aufstellen. Ich gehe jetzt sogar über Puskas mit Hierro, oder? Dann haben wir hier schon mal sicher einen Innenverteidiger mehr drin, falls wir am Ende keinen mehr bekommen. Und plus 1 im Sturm sehe ich gerade noch nicht. Da kriegen wir bestimmt noch einen anderen geilen Stürmer. Barella hat hier das höchste Rating. Come on, wir brauchen jetzt was Geiles für die Startelf. Das ist alles okay, aber nee. Wir machen es jetzt trotzdem schon mal so, damit wir hier auch schon mal unser Rating verbessern. Wir sind auf eine 92er Bewertung hoch. Totties. Es fehlen die Totties. Die Totties fehlen gerade, Chat. Die Totties fehlen gerade, Chat. Cafu kann der EM? Ja, der kann EM. Dann kann ich Beckham ins ZM schieben. Haben wir aber auch nur 2 91er. Das ist jetzt nicht so krass für ZM. Da gibt es schon bessere Spieler. Und noch ein 88er Innenverteidiger. Mal schauen, was wir jetzt noch bekommen. Messi müssen wir jetzt langsam mal mitnehmen. Genauso wie wir. Ribéry haben wir halt schon Ronaldinho. Ronaldinho kann ZOM, LF. Sola verbessert uns auch nicht, dann gehen wir mit Ribéry. Rating. Mann, Snyder, da haben wir uns nochmal um 1 Ratingpunkt verbessert. Oder aber auch im ZM um 3 Ratingpunkte. Das ist gut. Das ist gut gewesen, Snyder, dass der ZM kann. Hätte ich nicht gedacht! Und jetzt kommt 97er Pelé. Und jetzt kommt 97er Pelé. Und das ist toll. Das ist super. Denn jetzt sind wir auf 93 hoch, Freunde. Oh, was so ein Pelé bringt, ne? Was so ein Pelé bringt, ne? Das ist crazy. Bitte. Oh mein Gott, Renate, du hast auch nochmal viel bessere Karten. Du hast auch nochmal viel, viel bessere Karten. Schade, Mann. Schade, 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 schade. Leider kein Totti bekommen, Freunde. Leider kein Totti bekommen. Ohne Totti ist halt brüchig. Ohne Totti ist wirklich brüchig und deswegen ist das hier nur ein 125er, obwohl wir so viele krasse Karten haben. Warte mal, ich kann, glaube ich, einen Full-Icon-Draft machen. Wir haben 10 Icons und wenn wir Ribéry ins Tor stellen, hätten wir 11 Icons in einem Draft. Okay, aber Zählt noch nicht so ganz. Trotzdem, krankes Draft, oder nicht? Ich tue jetzt trotzdem nochmal Snyder hier rein, wegen dem Rating. Und dann holen wir den Manager ab. Ey, wie cool sieht der denn aus? Was ist das für eine Brille? Und wir nehmen Kartal. Kartal, willkommen, willkommen, willkommen. Zeig mal her. Müller, Pelé, Cafu, 125. Oh, oh. Oh, oh. Und jetzt ist es soweit, Freunde. Und jetzt ist es soweit. Wir haben endlich die 3-4-2-1. Noch besser als die 3-4-1-2. Und damit die beste Formation im Full Draft. Wir starten mit Zico rein. Jawohl, er nimmt die ZM-Position an. Ich dachte gerade schon, dass er irgendwie wieder auf eine MS-Position geht und dann wäre es sehr brüchig gewesen. So, super.
Und weil wir gute Innenverteidiger brauchen, suchen wir direkt einen Innenverteidiger. Kurz und knackig gesagt, wir brauchen gute... Oh, Vidic, du hast meinen Arsch gerettet. Vidic Pro 94er Rating. Direkt den linken hinterher. Der linke ist meistens richtig low. Ja! Zwei Innenverteidiger, beide 94 plus. Die Dreierkette, Freunde. Die Dreierkette, ich sag... Oh, jetzt machen wir den dritten Innenverteidiger ready. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hatte noch nie drei gute Innenverteidiger in der Dreierkette. Und das in der Startelf. Torwart! Nein! Ja! Ja, Van der Sar! Bro, ihr wisst, sonst immer so 85er Keeper oder so. Wenn jetzt unsere offensiven Spieler jetzt auch noch gut werden, ne? Dann ist ja richtig gut. Vielleicht sollte ich öfters in der Abwehr anfangen. Ich krieg einen 96er Zidane. Ich krieg einen 96er Zidane. Ey, was passiert hier gerade? Mittelstürmer. Ich nehme Sola mit. Von Messi will ich den Totti haben. Er hat ein 97er Rating. Das lasse ich mir nicht nehmen. So, Stürmer. Okay, es war klar, dass irgendwo ein Bruch kommt. Es war klar, aber im Sturm kriegt man immer Spieler. Und nur Okafor ist eigentlich auch ein 90er Rating. So, MS. Ich nehme wieder nicht Messi mit. Ich brauche den Totti. Wenn wir hier Weltrekorde aufstellen wollen, brauchen wir den Totti. Da gibt es keine halben Sachen. RM auch sehr, sehr low. Da brauchen wir jetzt einen Frimpong oder einen Cafu oder sonstiges. LM. Auch sehr brüchig. Okay, wir brauchen 9 LM, 9 Stürmer, 9 RM. Und noch sehr, sehr viele gute Spieler für die Bank, die unser Rating pushen. Wir haben ZM mit einem 90er Rating. Der kann, glaube ich, auch LM, wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir doch schon unseren Stürmer, Freunde. Da haben wir doch schon unseren Stürmer. Was soll ich euch erzählen? Kann der nicht LM? Nee, kann der leider nicht. Brudi, Weltrekordverdächtig. Der kann auch nicht LM, Lizarazu. Egal, nächster 90er Spieler für die Bank. Die kann RM, aber die hat eigentlich auch eine 97er Karte. Musiala kann LM. Ich nehme Hansen mit. 91er Hansen wird mitgenommen, wird eingepackt, wird eingebaut. Come on. Reus, was haben wir denn für ein Rating? Wir haben ein 93er Rating. Das ist sehr, sehr stark. Aber wir wollen ein 94er Rating. Und das haben wir noch nicht. Und das ist gerade das Problem. Melken mittendrin. So. Leute, ihr merkt, glaube ich, wie nervös ich bin, oder? Ich will diesen Weltrekord aufstellen. Ich will dieses 127er bauen. Unbedingt. Mit Liebe will ich das aufstellen. Deswegen müssen wir uns pushen. Wir brauchen noch was für die Startelf jetzt. Noch ein Totti. Shearer. Ich brauche noch ein Totti. Umtiti. Ich brauche noch ein Totti. Oh, ich brauche noch einen Totti. Was ist das denn? Ey, wie ist das möglich, Bro? Was laberst du? 91er Bewertung. Nein. Nee. Geht nicht. Nach so einer krassen Startelf geht das echt nicht. Boi. Ey, die 4-3-2-1 hat mich in letzter Zeit sehr enttäuscht. Bitte, einmal jetzt eine gute 4-3-2-1 rausscheppern. Das wäre mal wieder wichtig für die Moral, weil ich so überzeugt von dieser Formation war. Digga, das ist doch nicht normal, dass wir Harry Maguire als besten Spieler bekommen. Ey, Bro. Die wollen mich verarschen. Die 4-3-2-1 ist mittlerweile washed. Man kann diese Formation nicht mehr nehmen. Ich krieg nie gute Drafts mit dieser Formation. Ich weiß nicht, was EA gemacht hat, aber sie wollen uns da komplett hochnehmen. Mit der 4-3-2-1. Obwohl, 94, 95? Nochmal 95 jetzt? Dann sieht's gut aus. 97! Die 4-3-2-1 ist back. Ich habe nie was gesagt. Die 4-3-2-1 ist offiziell back. Sie ist zurück, Freunde. Sie ist zurück. Ein guter Torhüter. Dann, ein super Torhüter, der beste Torhüter vom Rating her. Und jetzt noch ein guter RV. Alter, schade, Bro. Egal, wir brauchen nur einen neuen Innenverteidiger, neuen RV und vielleicht noch bessere... Okay, wir brauchen auch noch Innenverteidiger und LV. Also die gesamte Innenverteidigung, die ganze Verteidigung brauchen wir. Wir hätten einen saftigen Zambrotta. Wir hätten aber auch noch einen Johan Cruyff. Und dann könnte ich Rullet in ZM stellen. Was mache ich jetzt? Kriege ich noch einen anderen Rechtsverteidiger? Es gibt doch einen 97er Johan Cruyff. Deswegen, ich nehme Zambrotta mit, Freunde. So, und wenn ich den 97er Cruyff bekomme, dann war das ein perfekter Move. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, ob es ein perfekter Move war. Aber man muss auch manchmal Risiko eingehen, um Weltrekorde aufzustellen. So, wir hätten noch einen anderen Torhüter bekommen. Sogar das ist crazy. Gib mir einen Innenverteidiger. Oh mein Gott, jetzt hätten wir Cruyff mitnehmen müssen.
Jetzt hätten wir Cruyff mitnehmen müssen. Gut, dass Zambrotta LV kann und Cafu RV kann. Dann machen wir das halt so und haben uns so noch mal ein bisschen verbessert. Ja, okay. Okay, okay, dann machen wir es jetzt so. Dann stelle ich jetzt Puskás oder Charlton. Charlton kann auch MS. Und er ist Engländer. Vielleicht brauchen wir noch einen englischen Link oder so. Wer weiß. Auf jeden Fall besser als Puskás. Deswegen Charlton so gegen Xavi und dann so. Bumm. Bumm. Das war ein Switch. Hat es auch nochmal in sich gehabt. Oh mein Gott, Hansen. Bist du wahnsinnig? 2,97er Totti-Karten plus 95er Alisson in einem Draft? Das könnte Weltrekord werden. Ich glaube, so kommen wir auf 94. So kommen wir auf 4. Wir sind auf dem 94er Rating. Wir sind auf einem 94er Rating, Freunde. Das ist Rekord. Jetzt. Jetzt belief ich wieder. 4-3-2-1. Ich habe nie was gegen dich gesagt. Nie. Nie habe ich was gegen dich gesagt. Das ist die beste Formation, die man bekommen kann. Gib mir den Verteidiger. Hallo. Ich brauche einen guten Innenverteidiger, Bro. Kann ich bitte einen guten Innenverteidiger haben? Ja, so ein 90er plus und 95er Diaz, Totti. Ist das zu viel verlangt? EA, wenn ihr mich hört, bitte gönnt. Bitte gönnt. Ich will doch nur einen Footdraft-Weltrekord aufstellen. Ey, EA, das ist nicht gut. Jetzt ein Innenverteidiger. Zanetti. Zanetti kann RV, LV, ZM. Der kann alles außer Innenverteidiger. Oh, Bro. Warte mal. Nee, nicht warte mal. Bringt alles nichts. Nützt alles nichts. Chemietechnisch nützt das aber was. Und zu guter Letzt noch unser Torhüter. Wir waren auf einer 94er Bewertung, Freunde. Und am Ende des Tages sind wir, glaube ich, nicht mal auf 93. Doch, wir sind auf 93, aber nur mit Hansen. Und wenn ich Hansen hier raus tue und gegen den Innenverteidiger tausche, den ich hatte, dann sind wir, glaube ich, auf... Lass mich luschern. Auf 92. Nur wegen Harry Maguire, Bro. Habe ich nicht irgendwo jemanden, der Innenverteidiger kann? Nein, Harry Maguire, warum? Bro, ich habe 97er Messi, wir haben Alisson, wir haben Hansen, wir haben so ein krankes Draft, wir hatten ein 94er Rating, das war ein Rekord. Und dann endet das Ding so, oder was? Und jetzt brauchen wir noch einen Kroaten oder einen La-Liga-Spieler. Der Kroate ist da immerhin das. Digga, wow, Freunde, 125. Ich kann nicht mehr. Ein Like bedeutet ein Mitleid. Das Tots steht vor der Tür. Das Tots kommt raus. Und dann werde ich Weltrekorde aufstellen. Ich sag's euch. Ich werde der Schnellste sein. Verpasst das nicht. Lasst ein kostenloses Abo da, Freunde. Dann verpasst ihr das Video nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich kann das alles nicht mehr. Peace.